für Tiramisu Overnight Oats und dafür braucht ihr einmal Haferflocken, Kakao, Chiasamen, Milch, Espresso, Skier, Ahornsirup und nochmal Skier und Kakao als Topping obendrauf dann. Und ja, dann geht's los. Als erstes nehmt ihr euch eine Schüssel oder ein Glas, wo ihr das Ganze reingebt und dann braucht ihr 50 Gramm Haferflocken. Dann braucht ihr einen Esslöffel Kakaopulver und einen Esslöffel Chiasamen. Das könnt ihr schon mal ein bisschen vermischen. Dann braucht ihr 125 Milliliter Milch. Und einen Espresso. Das könnt ihr auch nochmal verrühren. Dann gebt ihr noch 2 Esslöffel Skier dazu. Ich nehme jetzt Sojaskier, aber ihr könnt auch normal nehmen. Und 1 Esslöffel Ahornsirup. Und das könnt ihr dann alles auch nochmal verrühren. Und das stellt ihr dann über Nacht in den Kühlschrank und morgen machen wir das Topping. So, am nächsten Tag könnt ihr es wieder aus dem Kühlschrank rausholen und dann machen wir noch das Topping. Dafür braucht ihr einmal 2 Esslöffel Skier und das gebt ihr noch da oben drauf. Und verteilt es dann so ein bisschen. Und wenn ihr das dann schön verteilt habt, dann nehmt ihr euch noch ein Sieb und Kakaopulver und streut da einfach noch so ein bisschen Kakaopulver drüber. Und ja, dann könnt ihr es auch essen. Und so habt ihr ein leckeres und sogar gesundes Frühstück, was auch länger satt macht, was ihr einfach am Abend vorher vorbereiten könnt. Also es ist auch sehr praktisch, wenn ihr in der Früh nicht so viel Zeit habt. Und ja, dann guten Appetit. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.